Erstmal eine Probeaufnahme. Mal gucken, ob man uns überhaupt sieht. Komm her. So, weiter geht's im Wald. In dem Sinne, wir befinden uns hier an einer Straße. Hallo und herzlich willkommen. Ja, Bäume, Bäume, Aussaat. Das werden wir heute machen. Einheimische Bäume. Im Hintergrund hier sehen wir ein Aesculus Hypocastanum. Ja, die Kastanie. Und für Kinder ist natürlich schön, Kastanien zu sammeln. Zum ersten macht es Spaß, ne, wie mir auch. Und zum anderen kann man natürlich auch damit basteln mit diesen Kastanien. Bitte nicht daran rumfummeln, Dankeschön. Ja, ich würde sagen, das werden wir jetzt gemeinsam machen. Wir gehen jetzt zu der Kastanie hin und werden dort mal drunter schauen, was dort alles liegt. Ganz genau da. Nee, da. Da. Da vorne. Der große, dicke Baum da. Dicke Baum. Der dicke Baum ist eine Kastanie. Sag mal, Kastanie. Kastanien. Genau, Kastanien. Die gehen wir jetzt erstmal sammeln. Na, dann komm. Ist das herrlich hier im Schatten des Baumes. Pass auf, hier sind Rosen. Da gehen wir einmal rum. Komm. Ach, guck mal, hier liegen schon ganz viele. Hier liegen schon ganz viele. Aber wir gehen ja lieber unter dem Baum. Ja, damit es uns auf den Kopf fallen, weißt Bescheid? Nee, weil das hier sicherer ist für das Kind, denn das Kind möchte ich hier nicht alleine rumlaufen lassen, nicht wahr? An der Straße ist das immer gefährlich, wenn Autos fahren, da müssen wir aufpassen, ne? Vor allem die Motorräder sind hier ganz gefährlich, die nehmen nämlich überhaupt keine Rücksicht. Von daher müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Auf die Autos und Motorräder, ne? Schön hier unter dem Baum bleiben. So, dann haben wir jetzt unser Karton vergessen, jetzt müssen wir unser Karton holen. Dann gehen wir, jetzt fliegt mir doch glatt ein Blatt ins Gesicht. Ja, also so ist das, ne? Was man nicht im Kopf hat, ne? Hat man in den Füßen. Ja, hier liegen ganz viele, ne? Ach, guck mal, hier war vielleicht, guck mal, hier ist noch eine. Ich meine, da vorne, da sind auch ganz viele. Ganz viele. Muss ich ein bisschen bücken, dann siehst du die besser. Oder so hinhocken, guck mal. Guck mal, wie der Papa. So. So, siehst du? Genau, aufs Knie, so, siehst du, und dann kannst du die viel besser sehen, alle, ne? Muss aufpassen, dass du nicht hier auf eine Kastanie kniest, weil dann piekst das, ne? Das ist natürlich nicht so gut. So. Dann sammeln wir mal fleißig. Wobei wir natürlich zur Aussaat nicht ganz so viele brauchen, aber dem Kind macht das ja nur auch Spaß, ne? Vor allen Dingen dem Papa, weißt du Bescheid? Ja, so ist das, ne? Ja. Meine Güte, ich überlege, als Kinder haben wir auch mal so viel gesammelt. Ja. Allerdings haben wir damals, ja, schmeiß da rein. Allerdings haben wir damals gesammelt, um damit die Wildtiere zu füttern. Das heißt, also nicht wir selber haben die Wildtiere gefüttert, sondern der Förster. Das heißt, wir haben die gesammelt in Säcken. Damals gab es noch diese Jutesäcke, diese Kartoffelsäcke, die alten. Die kriegte man und dann haben wir die vollgepackt und haben die zum Förster gekarrt und haben dafür Geld bekommen. Das waren damals umgerechnet, glaube ich, 5 D-Mark oder 10 D-Mark pro Sack, also großen Sack, nicht wahr? Ganz viele waren das. Dann in dem Sinne, aber nicht nur Kastanien, auch Eicheln wurden dann von dem Förster angenommen, damit die halt im Winter die Rehe füttern konnten. So Wildtiere, auch Wildschweine in dem Sinne. Also das war früher cool. Ich weiß gar nicht, ob das heute auch noch gibt, aber für uns als Kinder, gerade in den Ferien, dann jetzt zu den Herbstferien, war das eine richtig schöne Einnahmequelle. Und wir haben also mega viel damals gesammelt. Bitte? Guck mal, da sind ganz viele auf dem Fußboden. Liegen alle im Rasen drin. So ein bisschen aufpassen, weil die liegen die Schalen rum und die sind jetzt durch die Wärme natürlich ganz spitz und hart. Kann man sich ganz schnell wehtun. So, dann sollen wir mal weiterkommen. Hier sind noch ganz viele. Da ist noch eine, da noch. So, da auch. Hier. So, wir sammeln jetzt in Ruhe weiter. Ja, müssen jetzt wirklich aufpassen. Also ich habe mich schon ein paar Mal gestochen hier, denn das ist, wie gesagt, durch die Trockenheit natürlich ziemlich gefährlich. Nimmst du bitte? Danke. Man piekst sich da also ganz, ganz schnell bei den Kastanien selber, nicht bei den Samen, aber bei den Hüllen. Hier ist noch eine, bitte. Guck mal, hier sind die Hüllen. Und wenn die trocken sind, das tut richtig weh. Also da muss man wirklich aufpassen. Ich habe hier schon ein paar Mal gestochen damit. Guck mal, hier ist noch, ja, guck mal, hier ist noch eine, die liegt tatsächlich noch in der Hülle hier. Guck mal, Melody, guck mal hier. Und interessanterweise hat die keine Stacheln. Guck mal hier. Guck mal bitte, da. Guck mal. Die kannst du anpacken. Jetzt kommt schon wieder Motorrad. Da. Oh, die ballern hier mal lang, ey. Das ist also echt unmöglich, Leute. Das ist überhaupt kein Verstand. Ja. Ja, so viel zu dem Thema. Ja, ja. So viel zu dem Thema Natur, nicht wahr? Und dann hast du diese alten Krachmacher hier rumballern, ey, das ist so unten. Ja, Melody, guck mal hier. Guck mal hier. Hier. Kannst anpacken.
Guck, die Schale, die haben keine. Da sind keine Stacheln dran. Komischerweise. So, ich würde sagen, haben wir genug Kastanien? Ich glaube, das reicht, ne? Nee, nur ein bisschen reinmachen. Willst du noch ein bisschen reinmachen? Okay, ja. Dann mach du mal noch ein bisschen rein. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Dann sammeln wir noch ein bisschen. Da liegen noch ganz viele rum. Und dann sehen wir uns gleich noch mal wieder bei einem anderen Baum. Und dann geht es gleich um die Eiche. Ja, Quercus, Robur. Es gibt natürlich noch andere Sorten, ganz klarer Fall. Aber hauptsächlich erstmal um die Eiche in dem Sinne. Tja, gleich nebenan haben wir tatsächlich eine große Eiche, wo wir auch Samen sammeln können. Aber ich werde noch mal von der anderen Eiche, die ich letztens gefilmt habe, welche holen, weil die waren wesentlich dicker. Aber auch hier sind die also noch ausreichend dick zur Aussaat. Das ist also genial. Guck dir das mal an, was hier liegt. Das ist, boah. Ja, ne? Da lohnt sich das Sammeln wirklich, wenn du säckeweise was haben möchtest. Ja, die kaputten braucht man nicht. Das, die sind vom Auto kaputt gefahren oder vom Trecker. Boah, das ist der Wahnsinn. Ja. Das ist der Wahnsinn. Alter, die Pappel. Die Pappel, die macht hier mächtig Krach. Kann man das überhaupt hören? Kuckuck. Kuckuck. Ja, so kann man sich beschäftigen, ne? Gut, dann sammeln wir mal ein bisschen weiter hier, damit uns das nicht ganz so langweilig wird. Oh ja, das gibt ganz viele schöne neue Bäume. Ganz viele neue Bäume. Die Hüte lassen wir hier. Hast du dich wieder gepiekst, ehrlich? Ja, da. Da vorne bei den Kastanien, ja. Jetzt schmeißt du erstmal die Eicheln hier mit bei, ne? Ja, ich bin da, ich weiß. Okay. Hallo Melody. Sag mal hallo. So, wir haben hier einen Baum. Das ist eine Esche, Fraxinus excelsior. So, wunderschöner Baum, kann ich jetzt aber nicht näher bringen irgendwo. Ich versuche es gleich mal, dass man auch mal erkennen kann, wie die Blätter aussehen. Aber drum ist hier eigentlich, geht es in die Früchte. Ja, das Problem ist nur, die hängen da ganz oben. Jetzt muss ich mal gucken gleich, wie ich da dran komme. Ist gerade ein bisschen mächtig windig. Moment, hier kann man es vielleicht sehen. Ich versuche mal ein bisschen näher dran zu kommen. Da. Ja, guck mal, man kann es sehen. Super. Ja. Das Dumme ist nur, ich komme da nicht dran. Ein bisschen runterfallen dauert noch, aber ich will nicht mehr warten. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, ich hole ich gerade mal. Moment mal, Melody. Soll ich dich da mal hochheben? Ja. Pflückst du mir die ab? Ja. Ja, okay, komm. Das machen wir doch mal. Die Melody pflückt uns jetzt die Samen von der Esche. Warte, 1, 2, hopp. Also, kommst du dran? Guck mal. Noch ein bisschen. Warte, ich heb hier. Nein. Ja, traust du dich nicht? Willst du Papa hochheben? Ja. So geht das aber nicht. Kind will nicht, Kind will nicht. Nein, hat keinen Bock. Papa, ich möchte weitergehen. Du möchtest weitergehen, ja. Aber ich möchte erstmal die Samen. Pass auf, komm noch mal runter. Warte mal. Wie machen wir das denn jetzt? Jetzt steht der Papa aber doof da. Wie kommen wir jetzt an die Samen dran? Soll der Papa jetzt mal hüpfen? Nein. Hm? Nein. Soll der Papa mal hüpfen? Ja. Ja? Okay, ich versuch's. Das kann ja was werden. Papa soll hüpfen. Also, wie hüpft man am besten, wenn man etwas pflücken möchte? Denkt sich drunter stellen und springen, ne? Nee, nee, pass mal auf. Das machen wir anders. Da geht's runter. Pass mal auf. Pass mal auf. Da gehe ich hier hin und dann auf die Plätze. Fertig. Oh, oh. Hoffentlich schaffe ich das. Vorsichtig. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Und Anlauf nehmen. Und. Yeah. Yes. Ich habe es geschafft. Ich habe ein paar Samen von der Esche. War dann noch gar nicht so schwer. Also, wenn du gesehen hast, nicht runterstellen, sondern Anlauf nehmen und dann springen. Dann geht es natürlich besser. So, just for fun, einfach mal so mitgenommen, nicht wahr? So, holst du mal eben den Karton, dass wir die reinpacken können? Oder nee, Moment, ich gehe da lieber hin. Moment. Jetzt natürlich hier Gegenlicht, kann man schlecht erkennen. Hier steht eine dicke Buche, also hier stehen überall dicke Buchen. Richtig mega coole Dinger. So, und hier steht eine, die steht hier am Hang.
Okay. Gucken wir mal, wie das funktioniert. So, ja, die Skier im Hang und interessanterweise sind die Äste bis auf den Boden gewachsen hier. Das ist mega cool. Wirklich, wie lang die Äste sind, nicht wahr? Da steht der Baum. Und hier wächst das Ganze also runter. Das heißt, wir könnten Glück haben, dass wir hier unten vielleicht Bucheckern sogar pflücken können. Okay, sammeln kann man die natürlich auch. Aber weißt du was, das machen wir jetzt mal. Muss ich auch ein bisschen aufpassen. Hier ist schon alles voller Jungbäume. Ja. Dankeschön. So. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal gucken. Gehen wir doch einfach mal gucken, ob wir hier was finden. Ja, ich bin doch hier, Melodie. Bin doch hier. Ist doch alles gut. Moment. Please just wait a moment. Hier sieht man gar nichts. Ah, doch, da. Guck mal. Da. Wir haben Glück. Ja. Wir können sie direkt hier vom Baum pflücken. Das ist ja mal cool. Vielleicht ein bisschen ins Licht gehen, ne? Ja. Kommst du dran? Wenn ich muss, so hüpfen. Wenn ich muss, so hüpfen. Du musst nicht hüpfen. Musst nicht hüpfen, nein, nein. Musst nicht hüpfen. Ach, guck mal. Das ist ja cool. Können wir die tatsächlich direkt vom Baum pflücken hier? Ist mit dem Licht jetzt ein bisschen Banane. Okay, nur mal kurz so gezeigt. Banane, ja, das Kind schnappt im Moment alles auf. Okay, wir befinden uns direkt unter dem Baum hier. Also würde ich sagen, gehen wir doch mal hier unten sammeln. Müsste ja eigentlich jede Menge rumliegen. Aber es ist natürlich so, zwischen dem ganzen Laub, das ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber doch. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht aufpassen, sondern gucken, dass wir jetzt Samen finden, wo keine Löcher drin sind. Denn hier gibt es auch welche. Wo haben wir denn hier? Mal gucken. Vielleicht finden wir zufällig einen. Das wäre natürlich genial, dass ich das mal zeigen kann. Der sieht okay aus. Oh, da liegen so viele rum. Der ist auch okay. Ja, manchmal sind Löcher drin. Ja, ne? Moment, okay, ich versuche es gleich mal zu zeigen. Oh, da kommst du aber dran, guck mal. Ja, da, genau da. Ja, 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 super. Bravo. Plumps. Und geht's? Hast du eins? Hast du ein Blatt? Ja. Ah, super. Ach jo. Nee, die Blätter kann man nicht essen. Kannst du gerne probieren, aber die schmecken nicht. Kannst du mal glauben. Ja, das macht mega Spaß. Okay, dann wird das heute doch kein Aussaatfilm, sondern eher ein Detlef on Tour Film. So, hier kann man das auch sehr schön sehen. Muss mal gucken, dass ich hier einen finde. Nee, das Blatt schmeckt nicht. Das kann man nicht essen. Nein. Das geht nicht. Das geht nicht. Das schmeckt doch nicht, Melodie. Hä? Ja, das schmeckt doch nicht. Blätter schmecken nicht so. Die Samen, die können wir essen. Aber da darf man nicht so viele von essen. Ja, zumindest nicht frisch. So, ich muss jetzt. Ich möchte doch so gerne einen haben, den ich euch zeigen kann hier. Da, guck mal. Da haben wir einen. Na, jetzt komme ich gerade nicht an den Knopf dran. Da ist ein kleines Loch drin. Moment, ups, nimm mal die Finger weg. So. Da ist ein kleines Loch drin, also da, der ist aufgegessen. Da wird nichts draus keimen. Dann haben wir das doch jetzt auch mitgenommen. Okay, so, wir sammeln jetzt in Ruhe weiter, ja? Ich zeig dir nochmal, wie das geht, ne? Ja. Und dann sammeln wir beide. Von der dicken Buche hier. Ist schon cool, wie manche Bäume aussehen. Nicht so einfach mit Kind on Tour. So, ja, okay. Ich nehme mal eben den Karton. Hoppala. So. Nehme ich unter den Arm. Und dann kommst du an die Hand. So. Okay. Und dann gehen wir weiter, wo wir vielleicht eine bessere Stelle finden, um was suchen zu können. Ja, so ist das, ne? Du bist unterwegs am Film und musst dann auch noch, ja, ne? Kind muss auch mit und an die Hand, ne? Ja. So ist das, wenn man Papa ist. Machst du nichts. Okay, dann bin ich mal gespannt, was wir gleich noch finden werden. Vorsichtig. Geht's? Super. Vorsicht. Ein bisschen hoch hier, ne? Ja.
So, bis gleich. Ich muss die Kamera ausmachen, Leute. Moment, warte mal, Melodie. Ich mach die mal eben aus. So. Oh, wo ist der Knopf? Ja. Ja, auch sowas gibt es. Schau dir das mal an. Guck mal hier, Melodie. Guck mal, da kannst du drunter gehen. Ha? Geh da mal drunter. Hoch, soll ich dir helfen? Ja. Kommen wir mal beide hoch? Ja. Gehen wir zusammen? Na komm. Gehen wir mal zusammen. Mal einen Stock hier an die Seite legen. So, guck mal, da kannst du reinkrabbeln. Da kann man reinkrabbeln. Das ist sowas von geil. Guck mal, da können wir richtig reingehen hier. Guck mal. Da sind die ganzen dicken Wurzeln von dem Baum. Ist das cool. Das werde ich euch gleich auf jeden Fall mal zeigen. Das ist mega cool. Ja, das ist geil. Das hier ist eine Wurzel. Mag man nicht glauben, nicht wahr? Aber das ist tatsächlich eine Wurzel. So, ich würde sagen, das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Einige von euch werden das schon kennen, die meine Filme schon länger verfolgen. Hier kann man durch. Na, ich nicht, aber wenn man klein ist, nicht wahr? Auch das hier ist alles Wurzel. Wurzel, Wurzel. Das ist so cool. Ja, warte, ich hole mal eben die Kamera. Das zeige ich euch jetzt mal. Das ist so mega cool. Ja, Detlef on Tour. Wir entdecken etwas. Okay, zeige ich mal kurz den ganzen Baum. Ja, einige von euch kennen den schon. Oder die hier. Das ist also echt Wahnsinn. Ist aber diese Größendimension festzuhalten, ist schwierig. Aber jetzt habe ich mal Melodie hier. Da kann man mal diese Größendimension sehen. Das ist Wahnsinn. Guck dir das mal an. Ja, auf deinen Stein. Warte, hier ist eine Wurzel. Das ist unfassbar. Unfassbar. Gucken, kann ich da was sehen? Guck mal. Melodie, guck, guck. Guck mal hier. Andere Seite. Da. Ja, hallo. Wink mal. Wink mal. Das ist so cool. Ja, ne? Das ist mega cool. Meine Güte. Ja, gut, dass ich dann doch mal hier hingegangen bin, um Samen mit euch gemeinsam zu sammeln. Wobei ich eigentlich einen Aussaatfilm machen wollte. Mal kurz zeigen, wo man die Samen findet, wie das aussieht. Aber ist nun mal so. Heute machen wir dann Detlef on Tour. Ja, das ist so cool. Hier wird es jetzt ein bisschen dunkler sein, aber nicht so schlimm. Es ist so mega cool. Alter Schwede. Das sind alles dicke Wurzeln hier unter dem Baum. Also wir sind wirklich unterm Baum. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sitzen hier unterm Baum. Melodie, ist das cool? Ja. Ja, ne? Das ist mega cool. Das ist so cool. Eine Baumwurzelhöhle. Hallo Melodie. Nicht rumschmeißen. Tja, dann machen wir das Loch mal ein bisschen größer. Hoffentlich fällt der Baum da nicht um. Lol. Alter Schwede, das ist so mega cool. Das ist so mega cool. Ich kann mich da nicht satt dran sehen, ehrlich. So, jetzt gehen wir einmal hier hoch. So, ich halte dich fest, damit er mal diesen Größenvergleich auch sieht. Ne? Das hier ist eine Wurzel, das ist unfassbar. So, ich halte dich fest, kannst dich abstützen. Eins, zwei. Hoppala. So, bleib mal stehen, wie ich ein Stück hoch. Lass mal meinen Finger los, und kann ich mich nicht festhalten. So, hier ist ein Ast, da kann man es nicht dran festhalten. Da. Packen wir mal da rein. So, noch ein, zwei, hoppa. So. Dann an die Wurzel packen und jetzt kannst du da weiter hoch. Da. Eins, zwei. So, okay, mein Fuß hier hinstellen. So, dann hier. Das ist gar nicht so einfach, sich selber festzuhalten, darauf zu achten, dass dem Kind auch nichts passiert. Nicht wahr? Aber es geht schon. So, schön vorsichtig, denn der Boden ist trocken und für den ganzen Bucheckern Hülsen natürlich auch sehr, sehr rutschig. So, bleib mal hier. Ah, wink mal. In die Kamera da unten, siehst du? Wir können uns selber gar nicht sehen jetzt. Aber die Kamera nimmt das ja auf, ne? Tja, das ist mal mega cool mit diesen Bäumen. Bäumen, Baum ja nicht, das sind ja Bäume. Das sind ja mehrere Bäume. Hier haben sich auch schon Leute verewigt drin. Hier sind lauter Schriftzeichen drin. Drauf, auf der Rinde. Da oben kommt der Acker. Dann müssen wir einmal rumgehen. Dann müssen wir einmal rumgehen. Da? Ja, dann müssen wir dann wieder runter. Warte mal. Gehen wir jetzt hier runter. Runter ist natürlich ein bisschen schwierig, ne? Warte mal eben. Bleib mal hier stehen, halte ich mal hier am Baum fest. Stell dich mal da dran.
kommen wir hier wieder runter. Ich glaube ja, pass mal auf, machen wir das so. Dann setze ich mich einfach mal hier auf die dicke Wurzel. So, so. Dann hier runter. Dann kann ich mich hier draufstellen. So, dann komm mal her. Komm. Nee, da oben können wir nicht lang, das dauert zu lange. Dann läuft die Kamera hier alleine eine halbe Stunde. Upsa. So, setze mich drauf. Mal rüber am Popo. Beine rüber. So. Festhalten. Und zack. Siehst du wohl. Klappt doch. Super. Meine Güte, das macht Spaß, Leute. Möchtest du auch einen Schluck trinken? Ja. Ja, warte mal. Welchen Becher hattest du? Den. Lila? Nee, runter. Orange möchtest du jetzt? Das war aber meiner. Okay. Dann wechseln wir einfach mal die Becher. Warum nicht? Bitteschön. So, langsam. Ja, tut gut, einen Schluck zu trinken, sollte man nicht vergessen, wenn man unterwegs ist, immer ein bisschen was zu trinken mitnehmen, auch wenn man nicht weit weg ist, denn gerade bei solchen Wetter jetzt ist es immer wichtig, was zu trinken, ganz, ganz wichtig, ansonsten, ja, nicht wahr? Ist das nicht so gut. So, dann habe ich heute wieder mal einen ganz anderen Film gemacht als geplant, wie schon so oft mittlerweile. Aber es ist ganz einfach, wenn ein Kind dabei hast, nicht mehr, da kannst du nichts planen. Das ergibt sich dann spontan, was dann halt dabei rauskommt in dem Sinne. Aber von daher haben wir jetzt Detlef und Melody on Tour heute mal gesehen, erlebt in dem Sinne. Von daher vielleicht auch nicht so verkehrt. Jetzt kommt gerade ein Auto, die... Ja. So. Ja, dann geh du da noch ein bisschen gucken. Ja, meine Güte, ich bin froh, dass Melody mittlerweile schon so groß ist. Es ist schon ein bisschen verständlicher und ich brauche nicht mehr ganz so große Angst haben, dass sie irgendwie auf der Straße rennt oder so. Aber nichtsdestotrotz muss man da ganz, ganz vorsichtig sein. Wenn Kinder irgendwas sehen plötzlich, dann rennen die auch einfach so los. Auch insbesondere natürlich in der Stadt ist das ganz, ganz gefährlich. Ja, und da sollte man nach Möglichkeit auch wirklich langsam fahren. Auch hier in der Landschaft, in der ländlichen Gegend ist es ganz gefährlich. Hier stehen viele Wohnhäuser direkt an den Straßen. Und auch dort gibt es ganz, ganz viele Kinder, wie wir das vorhin gesehen haben mit den Motorradfahrern. Die brettern hier manchmal durch, da fällt einem nichts mehr ein, Leute. Entweder habt ihr einen Führerschein beim Lotto gewonnen oder bei Otto bestellt oder so. Also das ist unter aller Sau, wie manche Leute hier in der Gegend fahren, insbesondere bei Wohnhäusern. Natürlich auch in der Landschaft hier im Moment. Ja, Garten gehen wir gleich. Natürlich auch in der Naturlandschaft hier. Hier gibt es Berge mit Riesenwäldern, wo also viele Tiere auch leben. Und dort gibt es viele Serpentinstraßen und diese Motorradfahrer, die brettern da durch, als wäre das Fun. Das ist kein Fun, das ist absoluter Blödsinn, was ihr da macht, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Also es ist unter aller Sau, sich dementsprechend in der Natur zu verhalten. Dann fahrt von mir aus, keine Ahnung, weiß Bescheid, er fällt mir nichts mehr zu ein, echt, das ist sowas von Banane, das ärgert mich wirklich, also Sachverstand, Unverstand, keine Rücksicht, vorsichtig, ja, das sind so Sachen, das ärgert einen wirklich, aber nun ja, das kurz am Rande erwähnt, einfach nur mal so erzählt, da kommt ein Radfahrer, der macht wenigstens keinen Krach. Ich bin's dann jetzt doch nochmal. Und zwar hatte ich ja gesagt, Linde haben wir nicht hier in der Gegend. Schau mal da. Wir haben eine Linde. Ja, ne, das ist, wenn man die Augen nicht richtig aufmacht. Bleib mal bitte sitzen, ich komme sofort. Wenn man die Augen nicht richtig aufmacht. Ja, das heißt, Platex, schauen wir mal, ob wir auch Samen finden. Im Moment, die sitzen ganz, ganz viele. Oh, ich sehe gerade auch hier, der ganze Boden liegt voll. Voll mit Samen und zum ersten Mal habe ich Samen gesehen, wo auch also Samenhüllen in dem Sinne, wo auch was drin ist. Das heißt, ich werde mal hier einen ganzen Schwung mitnehmen und auch die werden wir mal zur Aussaat bringen und mal gucken, ob wir dann dementsprechend tatsächlich auch hier von Bäume bekommen. Denn bisher die Samen, die ich gefunden hatte, Licht bitte blöd, die waren innen drin taub immer. Aber hier ist das nicht so. Hier sind wirklich kleine Kerne drin. Ich hatte da vorne schon mal einen aufgemacht und die gehen ganz schlecht auf. Das ist jetzt hier, dauert das ein bisschen zu lange. Ja, also auch hier liegen sie zuhauf, jetzt ist er weg. Oh, schade. Oh, nö, ja, doch, er ist weg. Das ist jetzt natürlich schade. Mal gucken, ob ich den jetzt so aufkriege, aufgeknackt kriege. Der ist taub, siehst du, das ist nicht mehr das, was ich meine. Da ist er, der ist auch taub. Der ist auch taub, okay. Wie war das jetzt mal wieder hier, ein Vorführeffekt? Ey, Leute, oh, der ist hart. Mal gucken, ob ich den aufkriege, das geht jetzt ein bisschen schwierig. Auch taub. Och Mann, das ist jetzt aber schade. Jetzt hatte ich mir extra... Ah, da ist er. Da ist er. Da, der hier. Den habe ich dort herausgeholt.
Also müssen wir ganz viele mitnehmen. Ganz, ganz viele. Um jedenfalls Glück zu haben, dass da überhaupt Samen drin sind. Okay, das mal kurz dazu. Tja, also hier liegen jede Menge rum, von daher ist das soweit okay. Wir haben tatsächlich eine Linde gefunden, die uns Samen schenkt. So, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, weißt Bescheid, winke, winke, bis ganz bald. Wir machen jetzt Feierabend hier. Wir gucken uns hier noch so ein bisschen um und dann gehen wir gleich nach Hause und mal gucken, was wir so geerntet haben hier an Samen. Von daher, so, möchtest du jetzt noch einen Schluck trinken? Bist fertig? Ja? Okay, dann sag mal tschüss. Hallo. Sag mal hallo, genau. Tschüss. Hallo Fahrradfahrer. Tschüss, auf Wiedersehen. Ja, ignorant. So, sag mal tschüss. Winke, winke. Tschüss. Bis ganz bald. So. Fahrrad. Das Fahrrad ist noch weiter gefahren. Da fahren wir gleich auch in die Richtung. Aber erst bleiben wir noch ein bisschen hier. Bisschen entspannen, bisschen erholen, die Beine mal lang machen. Oh, ist das schön. Vor allem dieser Ausblick hier. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, da haben wir es echt gut hier mittlerweile. Gut getroffen. So, jetzt aber. Ciao. Ich finde den Knopf schon wieder nicht. Das liegt, weil das Ding da oben dran ist. Das ist ein bisschen, nicht wahr? Naja.